Nachdem unser werter Herr Doktor nun ein Eis gegessen hat und an einer Blume geschnüffelt hat und auch dieses komische Lied von dem Akkordeonspieler gehört hat, hoffe ich, dass er jetzt endlich bereit ist, in dieses Boot einzusteigen. Bin gespannt. Wehe, wenn nicht, Freundchen. Daumen drücken. Laura ist gerne raus auf den See gefahren, aber ich bin noch nicht so weit. Ach, verdammt, ich hasse dich, Dr. Stiles. Okay, wir haben also irgendwas vergessen. Ich hasse es, hasse es, hasse es. Tja. Dann gehen wir jetzt einfach noch mal in jede Ecke dieses Scheißparks und gucken uns alles an. Bank, Fluss, Bäume, hatte ich schon. Nein, nicht schon wieder zum Bootshaus. Ist egal, gehen wir hier rum. Macht auch nichts. Preisliste, Boot, hatte ich auch alles schon. Das ist doch scheiße. Oh, jetzt habe ich die ganze Zeit geflucht, dabei ist dieser Part noch nicht mal 2 Minuten lang. Tja, da seht ihr mal. Leute aus dem Ruhrpott haben halt Niveau. Oder so. Okay, was gibt's hier? Schild zum See, Baum, Bank. Baum. Moment, habe ich die Bäume schon untersucht? Wisst ihr es noch? Ich weiß es nicht mehr. Wenn nicht, machen wir es nochmal. Nur eine Schnitzerei an einem Baum. Das erinnert mich an nichts. Team 8. Hier ist noch ein Baum, hier ist noch ein Baum. Da hopst da unser Doktor. Autsch. Diese Schnitzereien sagen mir nichts und bringen mich mit Laura nicht weiter. Nachvollziehbar. Ja, jetzt brauchen wir das nicht mehr. Was ist hier? Bisschen schneller. Ja, ihr merkt, ich bin ungeduldig, aber ich muss gleich weg und ich habe das der letzte Part, den ich heute aufnehme und ich möchte einfach hier in dieser Hinsicht weiterkommen und auch noch das Hirnrätsel lösen. Mal gucken, ob ich das schaffe in der nächsten Viertelstunde. Das ist unser Baum. An einem schönen Sommertag habe ich hier unsere Initialen eingeritzt. Laura und Daniel hätte ich fast gesagt. David. Ja, dann pack das mal an. Na, jetzt? Das gesehen in dem Bild davor hatte er keine Handschuhe an und während des Spiels hat er nur einen Handschuh an. Ach schön, ich liebe es, wenn die Leute nicht aufpassen. Richtig, wenn wir jetzt. Moment, jetzt dürften wir alles haben, denn wenn wir an die letzte Szene denken, er brauchte was zum Riechen, das ist die Blume, zum Schmecken, das ist das Eis, zum Hören, das ist die Musik und das hier zum Tasten. Beim letzten Mal hat er ja auch ihr Shampoo gehabt zum Riechen, diese CD zum Hören, zum Schmecken den Wein und zum Anfassen, ich glaube, den Badeanzug. Kein Wunder, dass er noch nicht Boots fahren wollte. Jetzt klappt's bestimmt. Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Hoffe ich. Ich muss das Boot mieten, bevor ich damit rausfahren kann. Ja, er hat zum ersten Mal hier was anderes gesagt. Jetzt habe ich dich auch wieder lieb, David. Nicht Daniel. Ich nenne dich auch Daniel. So, wir können jetzt ein Boot mieten. Ich würde gerne ein Boot mieten. Das macht 3 Pfund. Sie können nur mal 12 nehmen. Dann tun wir das doch.
mal den Mauszeiger weg, damit ihr das Video in Ruhe genießen könnt. Huch. Wir sind ja heute ganz schön faul. Das Wetter ist einfach herrlich. Manch einer ist heute wirklich ganz schön faul. Du bist vielleicht ein miese Peter. Ich habe natürlich mich selbst gemeint. Wie sieht es diese Woche mit deiner Terminplanung aus, Liebling? Das Übliche, nichts Weltbewegendes. Gut. Ich dachte, wir könnten dieses Wochenende zu unserem Häuschen am See fahren. Wir könnten am Freitag aufbrechen. Wir sind ja heute ganz schön faul. Das Wetter ist einfach herrlich. Manch einer ist heute wirklich ganz schön faul. Ich würde gerne dieses Wochenende zu unserem Häuschen am See fahren. Vielleicht können wir schon Donnerstagabend losfahren. 21. Oktober. Ich würde gerne dieses Wochenende zu unserem Häuschen am See fahren. Vielleicht können wir schon Donnerstagabend aufbrechen. Das Wetter ist einfach herrlich. Huch! 1 Student, David. 21. Oktober. Und ein neuer mysteriöser Hinweis von der nicht mehr unter uns weilenden Laura. Tja. Was genau bringt uns das denn? Was war denn am 21. Oktober? Es war leider nicht Halloween. Das wäre jetzt mal irgendwie ganz cool gewesen. Wobei, das wäre wahrscheinlich zu offensichtlich gewesen. Egal. Ich würde sagen, gucken wir auf die Karte. Jawohl, im Park sind wir fertig. Jetzt müssen wir nur noch nach Hause. Und ich weiß, dass er in seinem Spezial-Privat-Geheimlabor, ich glaube Privatlabor heißt es hier, ein Terminkalender hat von 2002. Er hat ja alles in diesem Haus von 2002, weil nach dem Tod seiner Frau anscheinend die Zeit für ihn stehen geblieben ist. Naja, wer will ihm das verübeln? So, dann geht er mal rein. Aber ich bin immer noch nicht weiter, was dieses Hirnrätsel betrifft. So, dann gucken wir doch mal. Da, da ist er. Ich wusste es. Da hat er sogar direkt aufgeschlagen. Ich kann mich an einige Dinge nicht mehr erinnern, die vor dem Unfall passiert sind. Der Terminplaner hilft mir auch nicht weiter. Aber falls etwas Wichtiges war, habe ich es vielleicht beim Abendessen erwähnt. Wenn ja, kann sich Simon Hellbaum vielleicht daran erinnern. Aha, okay. Können wir den jetzt besuchen? Nee, komm nicht. Aber wir können den bestimmt anrufen. Ich glaube, wir haben seine Visitenkarte an der Pinnwand. Oder war das der andere Doktor? Aber das kann nicht der andere Doktor sein, denn der Hallo? Findet uns ja doof. Alles in Ordnung? Ja, danke. Na, ich weiß nicht so recht, ob mit uns alles in Ordnung ist. Und das ist wieder typisch. Doch, alles super. Ich bin kurz vorm Sterben, aber nein, alles super. Simons Visitenkarte mit seiner Telefonnummer. Ha, es war doch Dr. Hellborn. Dann rufen wir den an. Da. Hallo, David Stiles am Apparat. Gut, danke Veronica. Hat Simon heute Nachmittag vielleicht Zeit? Es ist dringend. Gut, danke. Wiederhören. Jetzt können wir da also hin, aber ihr wisst ja, ich will heute unbedingt noch das Hirnrätsel lösen.
Vielleicht gibt es ja irgendwo Notizen dazu. Nee, auf dem PC war auch nichts. Vielleicht hat er nebenan noch was. Ach, jetzt muss er das wieder aufschließen. Ich hasse das. Kann er nicht so einen automatischen Öffner haben, wie beim Garagentor oder so? Egal. So, gibt's hier was Neues? Nee. Hatte ich mir das schon angeguckt? Ich bin mir nicht sicher, was Laura mir versucht zu sagen, sofern das wirklich Laura ist. Ich glaube immer noch, dass da Impossible bei rauskommt. Naja. So. Vielleicht gibt's hier irgendwas Neues? Neues Foto? Nein. Ich muss nicht mehr lang. Ja, ich weiß. Da wollte ich auch gar nicht drauf. Videos? Auch nix. Oh, Experimentbericht. Bericht über Vorfälle in Oxford. Erstellt von Sam Everett. Hey, die kenne ich. Erster Vorfall. Horsepath-Laufbahn. Augenzeuge Eddie Stern war gerade dabei, die weißen Spurlinien auf die Bahn zu malen, als eine Staub- und Geröllwolke über ihn kam. Er konnte weder richtig sehen noch atmen und dann kam der Wolke, indem er auf den Rasen rannte. Er behauptet, dass die Wolke, die er auf der Bahn gesehen hatte, dem Bahnverlauf folgend um die Kurve geflogen sei und dass das ausgefeilte Linienmuster innerhalb von 5 bis 10 Minuten, nachdem er die Staubwolke zum ersten Mal gesehen hatte, angelegt wurde. Allerdings gibt er zu, dass er auch bewusstlos geworden sei, da er die genaue Dauer des Vorfalls nicht wissen könnte. Er trug einen Kopfhörer und kann daher keine Aussage über etwaige Geräusche im Zusammenhang mit dem Vorfall machen. Zeit? Der Augenzeuge schätzt die Uhrzeit auf 23.30 Uhr. 23.30 Uhr. Ich schreibe mir das mal auf. So. Könnte wichtig sein. Zweiter Vorfall, Schwimmhalle von St. Edmund Hall. Die Augenzeugin Jeannie Smith wollte gerade in das Schwimmbecken steigen, als sie spürte, wie sich die Luft statisch auflud. Zugleich sah sie im Becken unter der Wasseroberfläche eine große Welle oder eine Art Wasserverdrängung. Die große und längliche Form dieses Erscheinens entsprach einem großgewachsenen Menschen oder einer Rakete. Genau, die Rakete im Pool. Warum nicht ein Hai? Kurz danach, so berichtete die Zeugin, hatte das Wasser eine dunkelrote Farbe angenommen. Am nächsten Morgen konnte weder im Wasserfilter noch im Becken Farbe gefunden werden. Der Wartungsarbeiter, der Wartungsarbeiter hatte keinerlei mechanische Erklärung für den Vorfall. Die Zeugin stand unter Schock und sprach von einer bösen und fürchterlichen Erscheinung. Zeit? Die Augenzeugen schätzt die Uhrzeit auf 23.40 bis 23.45. Das ist ein 5-Minuten Zeitraum, deswegen nehmen wir einfach mal den ersten, und zwar 23.30. Da muss man nicht so viel rumexperimentieren, denn ich bin faul und ich hab's eilig. So, mal gucken. Ob uns das irgendwie weiterhilft. Aha, so, PC benutzen. Da. Was war es? 23.30 Uhr, also 11.30 Uhr. Da passiert ja jetzt irgendwie nichts, oder? So, wie ich es erwartet hatte. Ja. Hier vielleicht? Was? Huch! Was ist das? Das frage ich mich allerdings auch. So etwas habe ich noch nie gesehen. Vielleicht könnte es sich hier um eine kurzzeitige Überspannung handeln. Interessant. Aber viele Daten habe ich nicht, mit denen ich arbeiten kann. Heute Abend nehme ich die alten MRT-Geräte. Die reagieren nicht so empfindlich. Also wie ein Zaubertrick sieht das jedenfalls nicht aus. Ja, sehr gut. Jetzt habe ich geschafft, was ich schaffen wollte. Und jetzt mache ich mich auch direkt auf den Weg. Das heißt, hochladen werde ich das Ganze nicht mehr. Aber, naja, ich habe es geschafft. Hurra und bis zum nächsten Mal.